Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans, mal wieder zu einem neuen Let's Play Part von mir. Wir bauen heute weiter in meinem Let's Play Park und ihr seht im Hintergrund nochmal die Gefängnisachterbahnfahrt, die noch ein bisschen überarbeitet werden muss im letzten Part, der jetzt schon wirklich ein paar Tage her ist. Da hatte ich noch an der rumgewurschtelt und kam nicht so richtig voran. Und ich habe von einigen Abonnenten tatsächlich sogar Videos geschickt bekommen und Nachrichten bekommen, wie ich das Ganze besser machen kann. Ich versuche das jetzt hier in diesem Part noch so ein bisschen zu machen, aber anschließend kümmere ich mich um einen Part in dem Wikinger-Bereich. Und ja, ihr seht die Achterbahnfahrt, es ist echt wirklich schön hier mitzufahren. Außer jetzt der Part hier, das ist so die Ecke, die ruckelt noch so rum und die ist noch nicht zufriedenstellend. Und ja, ich habe wirklich viele Kommentare von euch bekommen und ich danke euch mal wieder für eure Geduld, dass es jetzt so wieder eine Weile gedauert hat, bis jetzt hier ein neuer Part rauskommt. Und wir müssen jetzt vorankommen. Ich muss jetzt mal Gas geben. Ich bin auch wirklich seit dem letzten Video wirklich wieder sehr motiviert, weil ich ja zwischenzeitlich in zwei Freizeitparks war, im Phantasialand und im Europapark. Und da habe ich so Bock bekommen wieder, boah, das will ich gerne auch bauen, sowas will ich gerne auch bauen und hin und her. Ich bin echt gerade motiviert. Natürlich ist die Motivation dann nur so weit, wie ich dann auch Ideen habe, was ich an meinem Park da weitermachen kann, wo ich da schon angefangen habe. Aber ich denke mal, wir kriegen hier schon irgendwie was Gutes hin. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Und ihr freut euch jetzt, dass es einen neuen Part gibt. Es gibt ja immer so oft Nachfragen, wann geht's weiter und so weiter und so fort. Ich versuche jetzt wieder, wie immer klassisch, auf eure Kommentare einzugehen, die ihr im letzten Part geschrieben habt. Das ist natürlich wirklich schon eine Weile her und ich habe sie auch schon alle gelesen, aber ich werde sie jetzt frisch mit euch durchgehen. Und der Tipp hier war unter anderem, mach wieder längere Stücke von der Schiene, dann kann man das wirklich angenehmer gestalten. Ich kriege es immer noch nicht perfekt hin hier heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Werdet ihr gleich sehen am Ende, die Fahrt wahrscheinlich. Aber ich muss das Thema dann erstmal abschließen. Ich bin kein perfekter Achterbahnbauer, das muss ich einfach so eingestehen. Dafür baue ich dann mehr am Theming wieder weiter. Also man sieht das ja auch immer in Parktouren bei mir. Es gibt Leute, die können das Theming gut und die Achterbahn nicht oder auch andersrum. Es gibt auch viele Leute, die kriegen beides gut hin. Ich bin einer, der kriegt so beides mittelmäßig hin, würde ich jetzt mal so sagen. Es hat auf jeden Fall einer meiner Abonnenten eine Parktour gemacht. Die kann ich ja vielleicht nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Habe ich mir tatsächlich komplett angeschaut. Eine Parktour zu meinem Park ging über eine Stunde. Und oh, ist mir da aufgefallen. Also wirklich vom Eingang, wie ich damals angefangen habe, die Qualität meines Parks bis nach hinten, es hat sich einfach deutlich gesteigert alles. Und es gibt extrem viele Baustellen, wo ich noch was machen müsste, wenn ich mir den Park mal so anschaue. Und ich habe mir überlegt, also ihr wollt ja echt immer eine Parktour auch von mir haben, zu meinem Park. Und ich muss es endlich mal machen. Hey, was mache ich da? Achso, ich mache da das Stück noch. Okay. Ich muss das aber endlich mal machen. Wenn ich jetzt ein bisschen nochmal Gas geben kann, ich muss jetzt mal so. Also, ich habe mir auch gesagt, so bis Part 90 muss doch mal eine Parktour jetzt endlich mal kommen. Und dann machen wir im Zweifel eine zweite Parktour, dass ich dann wirklich die Verbesserung nochmal mache. Und das hatte auch eine der Kommentarerinnen geschrieben hier in dem Fall. Abonnentinnen geschrieben. Die Sarina Faribay hat geschrieben, mach ruhig eine komplette Parktour. Vielleicht bekommst du dann noch Tipps, was du machen kannst. Du hast sehr viele tolle Ideen. Mach weiter so. Liebe Grüße, Sarina aus Hamburg. Hamburg, in Hamburg sagt man Moin. Trotzdem, ich muss doch ein bisschen was schaffen. Und dann diese Parktour machen. Ich muss jetzt einfach mal motiviert weitermachen. Man muss auch Zeit haben dafür, ist natürlich auch nochmal die Sache. Aber dafür habe ich jetzt wieder ein Wochenende hier gebraucht, so gefühlt. Muss ich ja wieder ein bisschen vorbauen. Ein bisschen was muss noch gemacht werden und dann, ich mache sie bald. Ich mache sie wirklich bald. Sie wird auf jeden Fall noch dieses Jahr stattfinden, das verspreche ich euch. Und noch vor Halloween, wo wir ja noch an unserem Halloween Geisterbereich da weiterbauen müssen. Okay, also weitere Kommentare. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich hoffe, ihr habt wirklich meine Videos aus den Freizeitparks geguckt. Ich bin sehr zufrieden damit und es hat mir so Spaß gemacht, wieder im Freizeitpark zu sein, im Phantasialand, da ein Video zu machen. Da musste ich erstmal wieder so reinkommen mit den Jungs von Seven Sense und mal wieder so diese Selfie-Kamera zu halten und mich in der Öffentlichkeit zu filmen. Da muss ich echt wieder reinkommen, weil das habe ich früher viel öfters gemacht.
Und dann im Europapark ging es schon ein bisschen besser. Und ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal in einen Park gehen würde, dann wird das nochmal lockerer alles werden von meiner Seite aus. Und ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Und ja, das ist so das Ding. Ich habe jetzt aber aktuell keinen Freizeitparkbesuch geplant. Ja, mal schauen. Ja, muss man mal gucken. Aber... Also ich glaube allerspätestens nächstes Jahr komme ich in den Hansapark. Nächstes Jahr, das ist so der Park, der noch offen ist in Deutschland, wo ich auf jeden Fall hingehen muss noch. Und eigentlich auch der, wie heißt denn der, heißt der Holiday Park oder sowas? Da, wo Expedition GeForce ist, den würde ich auch mal gerne sehen, den Park. Ja, gut, also was war noch seit dem letzten Part? Ich will nochmal gucken, meine Fahrradtour. Haben nicht so viele Aufrufe, also hat nicht so viele Aufrufe, ist ja auch ein komplett anderes Thema. Aber ich werde da bestimmt auch nochmal ein Video zu bringen, weil das hat mir Spaß gemacht und ich fahre ja auch zurzeit viel Fahrrad. Für mich, für meine Verhältnisse fahre ich viel Fahrrad. Ich glaube, ich bin ja schon dieses Jahr irgendwas zwischen 600 und 700 Kilometer mit meinem neuen Fahrrad gefahren, das ich seit Mai, April irgendwie so habe in dem Dreh. Also ich bin schon gut dabei, finde ich. Achso, da wurde mir auch noch ein Tipp gegeben, dass ich hier diese Rolle ein bisschen größer mache, weil man da wirklich ganz schön schnell durchfährt. Vielleicht muss man auch das Tempo ein bisschen verringern, weil ich habe auch gesehen, meine ganzen Achterbahnen sind alle ein Ticken zu schnell. Irgendwie ist das alles viel zu schnell. Aber ich möchte jetzt noch ein paar Kommentare durchgehen. War noch was vom Videomäßigen her? Ne, war erstmal soweit nichts, was ich jetzt erwähnen müsste. Wolfbuddy schreibt, wieder tolles Video, die Prison Area wird immer besser. Meiner Meinung nach solltest du eine komplette Parktour machen. By the way, ich werde mich auch an deiner Achterbahn mit deiner Achterbahn beschäftigen. Ja, war auch im Livestream mit von der Partie. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Let's Play. Ja, also ein Livestream muss ich auch mal wieder machen dann. Und da wieder weiterbauen, live vielleicht. Ne? Das könnte man mal wieder so machen. Dann kriege ich auch live von euch Tipps und Ideen und sowas. Das ist eigentlich immer sehr nice gewesen. Und ich habe auch mitbekommen, ja, so auf meinem Discord-Server ist gerade sehr ruhig geworden. Ich habe einen Discord-Server, der ist in der Videobeschreibung verlinkt, wenn alles gut geht. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und euch dort austauschen. Und ja. Ja, hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Ne? Ihr seht das. Aber soweit ist das doch schon mal ganz gut geworden. Nächster Kommentar kommt von Dangerous Max. Max, hey Basti, ich feiere deinen Park und habe alle letzten 84 Folgen in einer Woche durchgeschaut. In zweifacher Geschwindigkeit oder sowas, keine Ahnung. Krass, Respekt auf jeden Fall. Leider war ich schon gestern im Phantasialand und fahre erst im Juli zum Europapark. Und du könntest ja jetzt eine Parktour machen und dann, wenn es fertig ist, noch eine. Das hätte ich so gemacht. Also irgendwie sehe ich gerade, ihr fordert schon, dass ich eher die Parktour jetzt schon mal mache und dann machen wir halt nochmal eine. Okay, ja, dann reizt es mich dann doch eine zu machen, ne? Aber es ist so peinlich, es ist mir so unangenehm, was ich da zum Teil gebaut habe, wie schlecht manche Sachen sind, wo ich einfach wirklich sehr unzufrieden mit bin. Der Benjamin Döring hat geschrieben, die Gefängnisachterbahn sieht mega aus, Basti. Du bist sehr sympathisch, Kompliment hast du vielleicht, aber... Hast vielleicht Abonnenten verdient. Denke mal, viele schauen dir in YouTube zu. Mache weiter so. Ich habe vielleicht ein paar Abonnenten verdient. Danke sehr. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall hier in den Bereich. Ja, das habe ich so gesehen. Ja, das ist ja eine Ecke, die ist noch gar nicht gemacht. Auch die Schiffsschaukel daneben ist noch gar nicht gemacht. Und ich hatte da jetzt eher Bock drauf, als auf den Formel-1-Bereich wieder und den Gefängnisbereich noch weiterzumachen. Dachte ich mir, komm, heute in diesem Part dreht es sich hauptsächlich um die Ecke hier im Viking Village. Und ja, ich werde da so ein bisschen was hinbasteln. Ihr habt das im Vorschaubild ja schon so ein bisschen vielleicht gesehen. Hier so ein bisschen Schiffchen-Wracks hinmachen. Alles hier neben der Schiffsschaukel. Das passt eigentlich ganz gut zusammen, denke ich mir so. Man könnte eigentlich auch den ganzen Lift irgendwie so machen, gefühlt. Obwohl, das macht eigentlich nur Sinn, wenn Schiffwracks auch im Wasser sind. Und ja, also das wird eine schöne, schmuckelige Ecke, weil die war mal ein bisschen leer und da war gar nichts los da hinten. Und von daher muss hier, wie heißt nochmal die Wasserbahn, Floki oder sowas? Flokis Rache, keine Ahnung, weiß ich gerade gar nicht mehr. Auch da muss eigentlich der Eingangsbereich noch gemacht werden. Die Bahn an sich ist noch nicht, die muss auch noch optimiert werden. Vielleicht sollten wir echt mal die Parktour machen, wenn ich das so alles so überlege, wie ihr das sagt. Und dann muss ich mal die ganzen Punkte, die noch überarbeitet werden müssen, mal aufschreiben. Und die müssen erstmal überarbeitet werden. Naja, okay. So, was haben wir denn noch? Jonas Batzowski.
Baskowski. So. Moin Basti, bin von der Woche auf deine Let's Plays gestoßen und da bei mir Ferien sind. Das ist noch gar nicht so lange her, sein Kommentar. Habe ich mir von der ersten Folge bis hierhin den letzten Place reingezogen. Also nochmal einer, der alles rangezuckt hat. Und muss da mal ein Kompliment loswerden. Ich finde es echt gut, wie viel Mühe und Zeit du in deinen Park investierst und dabei noch so sympathisch. Mach weiter so. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und ich finde es krass. Also es kommt immer wieder neue Abonnenten dazu und ich freue mich dann natürlich drüber und die schauen sich dann noch die Videos alle im Nachhinein an und dann sieht man erstmal, das ist schon 4 Jahre her, dass wir mit diesem Park hier angefangen haben oder so. Meine Herren, das ist richtig unangenehm. hey Basti, muss echt sagen, also der ein Keks Clips, muss sagen, dass deine Bahn unglaublich ist. Erinnert mich ein bisschen an Kernan mit Inversion. Wird dir echt viel mehr Abonnenten und Klicks gönnen, weil du einfach geilen Content machst und sehr sympathisch bist. Guck dich mittlerweile schon seit ich 8 bin und bin jetzt 15. Krass. Teilweise noch so aktiv, aber momentan macht es richtig Spaß. Es macht richtig Spaß, deine Videos zu schauen. Danke, danke, danke. So, wieder mal ein cooles Video. Wenn du die Bahn noch smoother haben möchtest, probier einfach mal längere Streckenabschnitte zu benutzen. Noch mal was anderes. Interessierst du dich noch für Fußball? Wenn ja, wie findest du Sadio Mané hier zum Bayern? Okay. Mach weiter so, bist der Beste. Liebe Grüße aus Norddeutschland. Nämlich einfach Marlin. Das ist der Account von meiner Mutter. Okay. Ich interessiere mich noch sehr für Fußball. Und ich finde den Deal sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, vor allen Dingen jetzt, wo Lewandowski zu Barcelona geht, wen Bayern sich dann als Ersatz holt und wenn die dann nochmal viel Geld in die Hand nehmen und dann kommen, ich könnte mir gut vorstellen, dass die sich den Harry Kane holen. Könnte ich irgendwie gerade so aktuell denken. Bin ich mal echt gespannt, was bei Bayern da so los ist in der nächsten Saison. Aber viel mehr interessiert mich Dortmund. Ich bin ja eher Dortmund-Fan. Und die haben richtig krass zugelegt, die Dortmunder. Und ich bin echt gespannt, was da die Saison abläuft. Also ich hoffe, die haben mal eine Konstanz und können Bayern mal richtig krass Paroli bieten, damit die Saison da spannend wird. Also so viel zum Thema Fußball auf jeden Fall. Hier mache ich jetzt erstmal so ein bisschen Grünzeug oben dran. Und das fand ich auch interessant, dass das nicht so eine 2D-Platte-Textur ist hier, diese Pflanze. Aber dann habe ich mich doch entschieden, das anders zu machen. Und was jetzt geschieht, gefällt euch hoffentlich. Währenddessen lese ich mal weiter. Siehst du, der eine hat geschrieben hier, mach längere Bauabschnitte von der Achterbahn. Und der andere schreibt jetzt wieder hier, der Tadidas schreibt, benutzt am besten die 4 Meter und Autocomplete-Methode. Da gibt es viele Tutorials von. Ach, mit Autocomplete, das habe ich gar nicht mehr probiert. Da kann man Achterbahnen bauen, die smooth sind, dass man gar nicht merkt, dass es Planet Coaster ist. Dauert zwar lange, aber es lohnt sich. Da frage ich mich, wie ich Autocomplete machen soll, da müsste ich ja immer löschen, wieder Complete machen. Keine Ahnung, weil ich muss ja erstmal was zum Komplementieren haben. Keine Ahnung, aber ich denke mal, man kommt mit dem, was ich da als Tipp bekommen habe, gut auf jeden Fall hin. Meine Frage wäre, was ihr mit dem Kater macht, wenn ihr zum Beispiel in Urlaub fahrt und wie es jetzt wie jetzt in den Europapark, hat der Geli oder die Geli Wohlert gefragt. Wenn wir weg sind, dann muss natürlich irgendjemand aufpassen. Entweder die Nachbarn oder Freunde oder Familie halt, ne? Also das klappt dann schon immer. Und wir lassen auf jeden Fall die Katzen nicht irgendwie hier alleine. Die müssen jeden Tag zweimal mindestens versorgt werden. Mindestens. Und also macht euch keine Sorgen um unsere Kätzchen. Macht doch bitte weiter. Hab mir nun in letzter Zeit fast alle Folgen angesehen. Nun komme ich aber dem Ende entgegen und das kann doch nicht sein. Ich plädiere für häufigere Uploads. Ich weiß, das wird schwierig, aber dafür plädieren kann man ja mal. Ansonsten mach weiter so. Habe ich auch sehr gefeiert, den Kommentar. War sehr lustig. Die Achterbahn wird ein Fluch der Dämonen 2.0. Mello schreibt, der BTW, dein Park ist generell geil, weil er einfach so gut gebaut wurde. Baue gerade selber meinen, aber auf der PlayStation ist es abnormal schwer. Okay. Dann schreibt hier einer, das ist ja auch ein interessanter Kommentar. Diese Stützen anders bauen, ne? Ich finde das schon auf jeden Fall stylischer hier für diesen Bereich. Ne? Ich hoffe, das gefällt euch. Die Schiene jetzt da oben groß noch was machen, weiß ich jetzt nicht. Glaube ich eher nicht, dass ich das mache. Mache ich eher nicht.
So, ein interessanter Kommentar. Die Leute von Timinator 555. Die Leute, die Achterbahnen entwerfen, nutzen Software wie No Limits 2. Damit ist es noch schwieriger, Achterbahnen zu entwerfen, finde ich. Daraufhin hat der Marvin geschrieben, ja, da sind die Bahnen besser, aber der Rest halt schlechter. Genau, und man kann laufen und die Bahnen steuern. Okay, schreibt der Terminator. Ja, es wurde ja schon jahrelang, werde ich schon auf No Limits, ja, ich soll mir No Limits mal holen. Ist das eigentlich bei Steam oder so? Vielleicht muss ich mir das echt mal holen und euch ein Video dazu machen und mal zeigen, was ich davon halte, meine Eindrücke vielleicht zeigen. Vielleicht wäre es allgemein mal interessant, dass ich sage, guck mal, ich mache ja eh hauptsächlich hier Planet Coaster Videos, dass wir sagen, alles, ihr schlagt mir mal alle Spiele vor, die es so als ja, Achterbahn, Bau oder Freizeitpark-Spiel gibt, was cool sein könnte für meinen Kanal. Und dann gucke ich mir die vielleicht mal an irgendwie. Das wäre da auch mal so eine Sache. No Limits 2 kostet 35 Euro. Bei Steam gibt es das Ding, 35,99. Und ja, ich habe da mal No Limits mal früher getestet, aber da war das noch, glaube ich, rein Achterbahn bauen. Jetzt kann man da wirklich schon mehr machen. Die Physik soll halt sehr realistisch sein. Und ja, es sieht an sich auch nicht schlecht aus von der Grafik, finde ich. Vielleicht wäre das mal so ein Ding, also auch sehr positiv bewertet hier bei Steam. Wenn da Interesse besteht, schreibt mal so in die Kommentare, habt ihr da Bock drauf oder hättet ihr auch Vorschläge für andere Spiele? Das Parkitect hatte ich ja mal gezeigt und ja, ich weiß gar nicht, was es noch so alles gibt. Gibt es noch andere coole? Ich habe ja auch diesen Kürbissimulator gespielt, das war ja auch Virtual Rides oder wie das hieß, das war ja auch mega nice, wo ich da mit dem Mikrofon hier auch die Geräusche gemacht habe. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt das mal gerne in die Kommentare rein. So, Sascha Mack hat geschrieben, schade, kann am 10.06. leider nicht im Phantasialand sein. Ich würde gern da sein, aber schon. Na gut, okay, gut, ja, okay. Also der Europapark hat mich echt beeindruckt. Und ich will auch, eigentlich will ich noch zwei Europapark-Videos machen. Einmal ein Planet Coaster Europapark-Video. Was gibt's so bei ja, im Steam-Workshop zum Europapark? Jetzt kenne ich den Park ja und kann sagen, oh, das, ja, das kommt so hin, das finde ich cool oder nicht. Und ich will eigentlich immer noch ein Video machen, so, wo ich sage, so nochmal meine einzelne Meinung so und, zu dem, was ich so gesehen habe im Europapark. Das ist echt so eine Überlegung, ob ich das mal mache noch. Aber Planet Coaster Europapark auf jeden Fall kommt das demnächst raus. So. Moin, kurze Frage an die Community. Ich spiele Planet Coaster auf der PS5. Habe ich dadurch weniger Möglichkeiten im Spiel und in der Mechanik? Oder ist die PS5-Version und PC-Version gleich, nur mit unterschiedlicher Steuerung? Danke im Voraus. Da hat er gar keine Antwort drauf bekommen. Und meine Antwort ist auf jeden Fall... was ist meine Antwort darauf? Ich muss jetzt auch mal überlegen. Du kriegst... Also du hast alles das Gleiche zum Bauen, meiner Meinung nach. Du kannst das Gleiche alles bauen. Du kannst halt, du bist auf der Konsole auf jeden Fall einfach limitiert, was die Menge angeht. Weil halt irgendwann dieser, ne, die CPU ausgereizt ist und dann kann man nicht mehr bauen. Aber ich frage mich gerade, ob man theoretisch alles genauso bauen könnte wie am PC. Und ich würde eigentlich darauf antworten, ja. Es geht halt nur anders mit der Steuerung, wie du selber sagst. Wenn das anders ist, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare oder antwortet noch auf seinen Kommentar im letzten Video. Der Jerry Mendes war das. Ja, gute Frage. Dann schreibt der Ozean. Im Gefängnisbereich, da wo die offene Stelle ist, wo die Parkbesucher nicht hin sollen, könntest du ja eine Schranke hinbauen, damit natürlich die Besucher durchkommen. Nee, da sollen ja gar keine hin. Das soll man ja nur mit der Achterbahn sehen. Also ich will das da eigentlich schon so lassen, dass man... Außerdem gehen die ja nur da hinten hin, wenn man auch... wenn da ein Laden wäre oder wenn das eine Abkürzung wäre oder sowas. Also so richtig... Nee, ich würde das, glaube ich, so lassen da. Es sei denn, ich muss mal irgendwann gucken, dass ich noch einen anderen Ausgang brauche, falls man irgendwann weitere Bereiche noch in den Park baut. Und das passt mir nicht so richtig mit dem da lang gehen. Muss man mal gucken noch. Aber eigentlich lasse ich das so. So, hier ist eine Fontäne. Diese Lampen, die ich daran gebaut habe, die habe ich nach dem Video noch richtig nach oben gemacht. Die schwebten noch so ein bisschen in der Luft. Also, nicht wundern. So, noch zwei, drei Kommentare durchgehen, weil wir kommen ja langsam dem Ende entgegen.
Der Planet Coaster Freak hat geschrieben, würde Seven Sense und dich auch gerne treffen und mit den Achterbahnen fahren, aber das wird leider nichts. Ja, also es war auf jeden Fall eine richtig coole Nummer, mit den Jungs zu fahren. Also mit denen mich auch, also wir haben uns echt so gut verstanden und das kam auch im Video so rüber. Mit denen würde ich das gleiche gerne nochmal machen, hätte ich echt Bock drauf, waren echt total korrekt, die Jungs. Und ja. Ja, hier bei der Schiffsschaukel, da müssen eigentlich noch Steine drumherum kommen oder sowas. Also das kann ich nicht einfach so nackig hier stehen lassen. Ich mache jetzt erstmal so ein Holzpalisade hin. Hier hinten die Ecke ist allgemein noch nicht ganz fertig. Also so richtig bin ich da noch nicht, weiß ich noch nicht, bin ich noch nicht da drin so im Thema. Ich habe auch mal überlegt, da musste eigentlich mal was mit Wasser hin, unter dem Schiff, dass man mit Wasser da was hat. Da wollte ich hier mal gucken, wie das ist. Ich weiß auch nicht, also so, ne, diese ganze Ecke da hinten Richtung Gefängnis ist noch nicht fertig. Aber ich habe gedacht, ich will die Schiffsschaukel nicht nackig stehen lassen. Habe schon dieses Segel davor, aber hier oben drauf noch so ein kleines stylmäßiges Ding drauf zu machen, finde ich auch immer nicht schlecht. Das baue ich jetzt erstmal im Hintergrund. So, der Rexius X schreibt, Moin Basti, das Smoosen ist ganz einfach und funktioniert in 9 von 10 Fällen als erstes mit dem normalen Smooth-Tool von Planet Coaster. Drüber gehen und dann wählst du ein Schienenstück aus, löscht dieses und klickst automatisch vervollständigen. Wenn das nicht geht, ist immer ein kleines Verbindensymbol am Ende der Schiene, dann draufklicken, geht auch und macht das dann mit der ganzen Schraube, das funktioniert wirklich. Oh, das wird hier. Ja, das habe ich ja. Da hatte ich jetzt beim Bauen gar nicht mehr dran gedacht. Basti liest das nie. Doch, ich lese alles. Nee, danke auf jeden Fall nochmal. Dann vielleicht muss ich mal den Ansatz auch nochmal probieren. Ich weiß auch nicht so richtig irgendwie. Es funktioniert wirklich. Ja, das muss ich mir nochmal ganz rot hinter die Ohren schreiben, wie man den Spruch sagt. So, Tina Soap schreibt: Kannst du eine Achterbahn bauen in einem Gebäude, die halb Achterbahn, halb Geisterbahn ist? Was sage ich jetzt dazu? Halb Achterbahn, halb Geisterbahn. Ist auch ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Aber meine Achterbahn im Geisterbereich wird ja eher so draußen rumfahren. Das wird jetzt nicht so ein Ding. Wie du dir das jetzt vorstellst, also ich glaube, das wird eher nicht bei mir passieren. Aber ich werde mal irgendwann noch eine Indoor-Achterbahn bauen müssen. Will ich einfach auch machen. So, wie hast du den Gefängnisbereich eingestellt, dass man durch die Mauer fahren kann? Ach so, er hat Kollisionen. Ah, du musst in den Einstellungen die Kollisionen ausstellen. Dann kannst du überall hinbauen, wo du willst. So, dann werden mir hier noch Parks vorgeschlagen. Aber es gibt ja eine Parktour-Bewerbung, ganz offiziell. Da sind jetzt schon echt viele Parks drin. Und ich habe auch noch nicht, also ich habe ja noch nicht viele angeschaut, aber es geht langsam voran. So, viele kurze Kommentare sind dann hier, da muss ich dann immer mal schauen, dass ich mal irgendwas rauspicken kann. So, dieses Jahr mache ich einen Freizeitpark Sommer, 5 Parks in 6 Wochen. Phantasialand, Heidepark, Moviepark, Efteling und Erlebnispark Tripsdrill. Mega, also das sind ja richtig coole Parks und ich hoffe, du hast da viel Spaß, Omsi Tim. 5 Parks in 6 Wochen ist auch, also ich finde das auch anstrengend dann, mit Sicherheit. Also mir hat auch dieser Tipp so unglaublich geholfen, dass wir im Europapark direkt mit der Bahn nach ganz hinten gefahren sind, nach Spanien, und von hinten angefangen haben, diesen Park zu besuchen. Das war so ein Tipp, den braucht man erstmal, um den Park wirklich gut durchrumpen zu können. So. Ach ja, nee, das weiß ich nicht. Gehe ich jetzt auf den Kommentar ein zu den Haaren. Da, zu den Kommentaren mit meiner Frisur im letzten Video, vorletzten Video. Hat der Fabtendo nochmal geschrieben. Da war eine Frage, was ich mit den Haaren machen könnte. Es gibt einen speziellen Chirurg, ich glaube in der Türkei, und da kann man dir entweder deine Nackenhaare auf die freie Fläche transplantieren. Nackenhaare ist auch nicht schlecht. Oder von anderen Menschen auf deinen Kopf rüberschmeißen. Das ist keine Kritik. Ich behaupte einfach ganz frech, Basti wird an seinem Park bauen, bis er alt und grau ist. Change my mind. Also grau bin ich hier schon an der Seite und man nimmt keine Nackenhaare zum Haartransplantieren, sondern... In der Regel haben die Leute auch Haare hier hinten rum und
Man nimmt dann hier viele Haare raus und die werden hier oben rein transplantiert und plantiert. Oder hier hinten. Habe ich tatsächlich schon mal überlegt, ob ich das machen würde. Aber ja, das ist noch so in Gedanken, ob ich das tatsächlich mal mache. Ob ich so eitel bin, dass ich diese Sache tun werde. Mal schauen. Ja, und jetzt habe ich die ganze Zeit gelabert, während hier die Bahn einmal durch den neuen Bereich gefahren ist. Ich hoffe, es gefällt euch, was ich bis jetzt hier gemacht habe an der Ecke. Die Ecke ist zu 90% fertig. Ich würde da jetzt gar nicht mehr viel mehr reinkloppen. Ich finde das gut soweit. Man hat hier auf jeden Fall was zu sehen. Ich wollte jetzt nicht noch Figuren oder sowas hinstellen. Da gibt es eh nichts Passendes im Planet Coaster jetzt zu diesem Wikinger-Bereich. Aber ich finde, das sieht wirklich sehr schön jetzt aus hier. Und wenn ihr noch einen Vorschlag habt, schreibt das gerne auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ansonsten ist halt, wie gesagt, hier auch in dem Wikinger-Bereich hier hinten die ganze Ecke, die ist noch viel zu kahl, da ist mir zu wenig. Und was deute ich hier an? Keine Ahnung, was ich da andeute. Ja, ich hatte hier mal früher was ganz anderes geplant, dass da so ein Felsen und ein Wasserfall ist hinter dem Schiff. Aber das hatte ich dann wieder verworfen. Aber auch hier dieser Wartebereich, der muss noch ein bisschen überarbeitet werden. Das ist aber eigentlich nicht so eine hohe Priorität für mich wie der Wikingerbereich und die Gefängnisachterbahn, dass da alles fertig wird. Aber auch hier, ne, ich hatte dann mal hier in dieses Gebäude reingeschaut, das ist halt auch noch nicht final. Ne? Guck mal, das ist hier noch total leer. Da muss auf jeden Fall noch was passieren drin. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Achterbahn ist auch noch ein Ticken zu schnell. Die muss ich ein bisschen langsamer machen, die Holzachterbahn. Die ist wirklich viel zu schnell. Und ja, hier mache ich meinen Screenshot an der Stelle, den ihr dann am Ende seht. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne auf jeden Fall ein Abo da und die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt bei mir. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vor allen Dingen hier auch in einem Let's Play. Ich habe Bock und freue mich. Bis dann erstmal. Schönen Tag, guten Abend, gute Nacht. Euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.